Rammstein. Guten Tag, meine Damen und Herren. Heute werden wir über das neue Rammstein-Album sprechen. Ich bin seit 4 Jahren in Deutschland. Und wenn ich in Deutschland gekommen bin, ich konnte kein Deutsch sprechen. Ich liebe seit immer Rock, Art Rock, Metal. Ich hatte schon gehört über Rammstein-Gruppe, aber ich hatte nicht wirklich Lieder gehört. Da habe ich angefangen, habe ich zufällig ein Lied rausgesucht im YouTube, war Amerika. Und mein Herz hat sich geöffnet für Rammstein. Dann habe ich alle Lieder von Rammstein gehört und ich bin jetzt ein von die größten Rammstein-Fans. Ich mag fast alle Lieder und alle Alben von Rammstein. Für mich die 2 besten Alben von Rammstein sind Mutter, zum Beispiel Zone, Mein Herz brennt, Spieluhr, Mutter und Herzeleid mit Du riechst so gut, Seemann und klar, das Lied Rammstein. Und für mich die 3 besten Lieder von Rammstein sind Keine Lust, Puppe und die Nummer 1, Mein Teil. Und jetzt, 3 Jahre nach dem letzten Album, kommt endlich das neue Album Zeit. Hier ist meine Meinung. Rammstein. Armee der Tristen, ja, das Lied ist sehr tief und sehr traurig. Dieses Lied redet ja über Traurigkeit und Depression, aber es ist auch eine sehr epische Melodie, auch sehr elektronisch, wie sie haben gemacht in dem letzten Album. Diese elektronische Musik kommt wieder mehr als in dem letzten Album. Zeit ist echt ein krasses Lied. Also ich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen enttäuscht, wenn es rausgekommen ist, weil ich habe gedacht, für dein erstes Single, für Werbung für dein neues Album, muss etwas mit viel Power, etwas, das wirklich bam bam bam. Aber nein, das war ein ganz ruhiges Lied und trotzdem mit viel Emotionen. Nach ein paar Mal hat mich direkt im Herz getroffen, weil die ist wirklich melancholisch, dramatisch, aber trotzdem sehr intens. Und das ist, glaube ich, ein von meinen Lieblingslied von diesem Album. Rammstein. Schwarz. Ja, dieser Stil ist sehr melancholisch. Dieser Lied war ja interessant, hat mir weniger gut gefallen. Die Musik war okay, aber ja, nicht die beste Titel von Rammstein. Rammstein. Giftig. Giftig ist ein sehr interessantes Lied, weil dieser Lied spricht für die Tiere, aber auch für eine Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau. Das ist sehr intensiv. Und die Stimmung von dieser Lied ist ein bisschen wie Bücktisch, aber immer ein bisschen mehr elektronisch. Rammstein. Was finde ich geil mit Zickzack ist, das ist ein lustiges Lied, aber trotzdem mit Ärzte-Lyrics, mit ernsten Themen rein. Ein bisschen wie Keine Lust, Ausländer oder Sex. Also sie schaffen das gut auch, immer ernste Themen, aber mit einer lustigen Stimmung. Ich bin nicht so hundertprozentig Fan, aber finde ich trotzdem gut. Diese elektronische Musik, diese elektronische Klavier hinten, das haben sie auch viel gemacht in die letzte Album. Und da, ja, passt trotzdem gut zu der Stimmung von das Lied. Rammstein. Okay, ja, ihr werdet sehen, wenn ihr habt das Lied gehört, was heißt okay. Aber ja, ihr wisst schon, bei Rammstein ist immer ein sexuelles Lied wie Pussy oder Sex. Und das ist ein sehr, sehr lustig. Das ist fast ein Liebeslied, Spaß, aber das ist echt so geil, ein von meinen Lieblingslieder, glaube ich. Am Ende ist ein geiler Gitarre- und Schlagzeug-Solo, die wirklich krass ist. Rammstein. Meine Tränen sind sehr traurig, aber sehr poetisch, wie Rammstein spricht über den Verlust eines Vaters, in diesem Fall aber auch von jemand in seiner Familie. Die Stimmung ist ein bisschen wie Donaukinder, habe ich gefunden, sehr intens. Wie das Angst beschreiben ist, ist wirklich sehr tief und intensiv. Dark und wirklich grausam, wirklich geil. Epische Stimmung, tief Metal-Musik, die man liebt beim Rammstein. Rammstein. Ha ja, dicke Titel. Dieses Lied finde ich geil, weil ich mag, wenn Rammstein nimmt sich nicht so ernst und macht so wirklich lustige Lieder, ein bisschen wie Pussy oder Te Quiero Puta. Ja, was sagen sie in das Lied? Sie muss nicht schön sein, sie muss nicht klug sein. Kein Modell mit langen Schritten, doch dicke Titten. Achso, ich finde wirklich gut, weil das Lied ist einfach so zum Spaß und das schaffen sie wirklich gut. Und das macht wirklich eine leichte Stimmung in dem Album zwischen den anderen ernsten Liedern. Rammstein. Lügen ist ein bisschen mehr dramatisch, klar. Ist auch ein gutes Lied von Rammstein. Die Riffs sind auch gut. Ach so, war auch nicht die beste, aber war trotzdem sehr gut. Rammstein. Ich finde wieder schön, wie Rammstein über das Tod spricht. Und ich finde, das ist ein perfektes Lied für ein
Albumabschluss. Das ist wirklich sehr, wieder sehr grausam, sehr dark und sehr Metal Power und das ist gut. Mein Fazit ist wirklich ein sehr dunkles Album mit klar diese zwei, drei Lieder, Zickzack, Okay und Dicke Titten, die sind ein bisschen leichter, aber die anderen Lieder sind alle über den Tod, über Depression, über Angst und sehr, sehr dark, aber trotzdem ein sehr, sehr geiles Album. Ich werde mich bestimmt viel anhören. Klar, ich empfehle euch. Vielen Dank, dass ihr meine Kritik gesehen habt. Nicht vergessen zu liken, zu abonnieren, mir einen Kommentar zu sagen, was ihr denkt über Rammstein und was ist euer Lieblingslied. Nicht vergessen, Musik zu hören und bis bald.